herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns immer über Resonanzen. Und da schreibt uns jemand: Es geht mir immer gut, wenn ich Hoffnung um 12 sehe. Da es bei mir um 12 manchmal nicht geht, sehe ich es mir später an. Danke, dass es euch und die Sendung gibt. Herzliche Grüße. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Heute zu dem Thema das Niveau deiner Erwartung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wir beten für alle Anliegen, auch diejenigen, die wir nicht vorlesen. Gott erhört Gebet. Das Niveau deiner Erwartungen. Welche Erwartung hast du? Du hast die Erwartung, dass wenn du atmest, dass Sauerstoff da ist. Du hast die Erwartung, wenn du auf deinen Parkplatz gehst, dass dein Auto noch dort steht. Du hast die Erwartung, wenn du auf die Bremse drückst oder trittst, dass sie funktioniert. Was für eine Erwartung hast du in den lebendigen Gott? In Matthäus 21, 22 lesen wir: Was ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Das ist doch eine Zusage. Das klingt doch schon fast wie Weihnachten. Wir gehen immer mit den Dingen um, wir gehen immer mit den Dingen um, die uns misslungen sind. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ich habe schon mal ausprobiert und der andere hat es auch ausprobiert, alles was misslungen ist. Dreh es mal um und habe Erwartungen, dass das, was Gott dir zusagt, es auch funktioniert. Dass es richtig gut funktioniert. Und das, was für dich bereitsteht, das darfst du nehmen. Nimm es, gerade jetzt. Herr, ich danke dir. Herr, dass jeder, der jetzt zuschaut, Herr, das Niveau der Erwartungen hochschraubt. Dass es selbstverständlich ist, dass du eingreifst. Dass es selbstverständlich ist, dass das, was du gesagt hast, auch stimmt und funktioniert. Ich danke dir dafür. Und Herr, ich danke dir, Herr, dass wir auch Geduld haben und abwarten können, bis es da ist. Ich danke dir dafür. Danke für jeden, der jetzt dabei ist. Amen. Amen. Und wir glauben, dass Gott Gebet erhört. Und deshalb beten wir. Und da haben wir folgendes Anliegen per E-Mail. Hallo Gebetsteam, bitte betet für meine Mutter. Schon seit 2 Wochen hat sie starken Husten, Kopfschmerzen und fühlt sich sehr schwach. Da bis jetzt keine Besserung eintritt, kam sie ins Krankenhaus. Dort wurde ihr vom Arzt gesagt, dass beide Lungenflügel entzündet sind und somit eine Lungenentzündung da ist. Ich bitte euch von ganzem Herzen um Gebet für sie. Vielen Dank. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Frau berührst, die da liegt mit einer Lungenentzündung beidseitig. Und ich danke dir, dass diese Lunge wieder heil wird, dass die Zellen wieder funktionieren, dass die Lunge wieder vollkommen wiederhergestellt wird in deine göttliche Schöpfungsordnung, Jesus. Und wir danken dir, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch ihren Leib fließt und auch diese Kopfschmerzen und diese Nebenerscheinungen, die sie hat, dass sie vollkommen verschwinden. Und ich danke dir für vollständige Heilung und Berührung für diese Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per WhatsApp heißt es hier: Bitte um Gebet für mich. Ich habe starke Schmerzen an Handgelenken. Nur mein Gott kann mich ganz heilen. Und ein weiteres Anliegen von Schmerzen: Guten Morgen, könnt ihr bitte für mich beten? Ich habe große Schmerzen im rechten Oberschenkel und kann kaum laufen. Es begann gestern und ist schlimmer geworden. Danke. Jesus, und wir bringen dir jetzt diese beiden Personen mit Schmerzen. Und ich danke dir, dass diese Schmerzen entmachtet sind und weichen müssen in Jesu Namen. Und dass du diese Handgelenke berührst und auch diesen rechten Oberschenkel, Jesus. Ich danke dir, dass da alles wieder funktioniert, so wie es sein soll. Und ich danke dir, dass du auch jede andere Person berührst, die jetzt Schmerzen hat. Danke, Jesus, dass diese Schmerzen verschwinden und dass sie entmachtet sind im Namen Jesu. Und wir danken dir, dass wir wirklich dir vertrauen dürfen, dass du eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns einfach dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Wir beten gerne für dich. Ja.
Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Lieber Daniel, liebe Isolde, mein Mann ist in einer Chemotherapie und ist mit seinen Kräften am Ende. Zusätzlich hat sich eine Zyste am Hintern gebildet, die trotz Behandlung nicht heilen will. Ebenso eine vereiterte Zahnwurzel. Er ist total abgemagert und kraftlos. Bitte betet um Heilung. Danke, Herr, dass du jetzt gerade mit diesem Mann bist. Danke, Herr. Herr, danke. Wir bitten um Wiederherstellung von allem, was nicht mehr da ist, was durch die Chemo zerstört wurde, was durch den Krebs zerstört wurde. Ich danke dir dafür, Herr, danke, dass wieder gesunde Zellen da sind. Und Herr, dass auch alle Nebenwirkungen und alles, was Zyste heißt oder sonstige Gewächse, dass sie verschwinden, Herr, in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir für komplette Heilung und wieder totale Herstellung dieses Körpers. Ich danke dir. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns, bitte betet mit mir für meinen Sohn, der in immer kürzeren Abständen von schweren Migräneanfällen heimgesucht wird. Diese Anfälle nehmen immer größere Ausmaße an und befallen teilweise auch die Augen und das Sprachzentrum. Gott ist unser größter Arzt und Heiler. Ich vertraue ihm. Ja, Migräne, das sind Schmerzen, die wirklich schlimm sind. Wir wollen beten dafür. Herr, du kennst auch diese Schmerzen und Herr, es gibt nichts, was dir zu groß ist oder was für dich unmöglich ist. Ich danke dir, Herr, dass du wunderbar jetzt auch, Herr, eingreifst und Herr, dass nicht nur einmal die Migräne weg ist, sondern dass sie nie mehr wiederkommt. Ich danke dir, Herr, dass du komplette Heilung in diesen Kopf hinein wirkst. Herr, die nur von dir kommen kann. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz jede Krankheit besiegt hast. Und ich danke dir dafür auch für diese Schmerzen, dass sie besiegt sind in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und auch heute haben wir wieder Gebetserhörungen. Da habe ich euch zwei mitgebracht. Eine Gebetserhörung auf WhatsApp hat uns erreicht. Hallo ihr Lieben. Vor 3 Wochen hat man bei mir eine 8 cm große Eierstockzyste festgestellt. Sie bereiteten mir Schmerzen und ein Taubheitsgefühl im Bein. Deshalb überlegte man, ob diese operiert werden muss. Ich habe Ihnen deswegen ein Gebetsanliegen gesendet. Heute, bei dem Kontrolltermin, teilte mir der Arzt mit, dass die Zyste auf 2 cm geschrumpft ist und sich jetzt auflöst. Bei Gott ist alles möglich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie schön. Und eine weitere Gebetserhörung. Danke euch, mein Gebet wurde erhört. Ich bin negativ auf Corona getestet. Ich arbeite im Pflegeheim und bin Betreuungskraft. Ich bin sehr dankbar. Ja, und das kann man wirklich nachvollziehen. Wie wunderbar. Bist auch du dankbar, weil Gott was richtig Gutes bei dir getan hat? Vielleicht nicht in den letzten Wochen, aber vielleicht zuvor. Lass es uns wissen. Schreibe uns eine WhatsApp oder mach ein kleines Filmchen. Die Nummer ist eingeblendet. Wir würden uns riesig freuen. Der Tipp des Tages. Nimm die Bibel und du kennst so vieles, was in der Bibel für dich bereitgestellt ist. Und du weißt es auch, sei es Heilung, sei es irgendwelche anderen Dinge, materielle Dinge, geistige Dinge. Nimm mal irgendetwas raus, was dir wichtig ist, aber was sich bei dir noch nicht erfüllt hat. Und bete darüber und schraube dein Niveau, deine Erwartung höher, dass du sagst, ja, ich weiß, es wird in Erfüllung gehen. Ja, ich weiß, ich werde es erleben. Und ich sage dir, du wirst es erleben. Ja, schön, dass du dabei warst und schick uns weiter einfach deine Anliegen. Wir beten gerne dafür und das Telefon ist noch bis 13 Uhr für dich geschaltet. Heute Abend haben wir etwas ganz Spezielles für dich und zwar um 19.30 Uhr macht unsere Jugend eine Stunde Lobpreis. Genau auf diesem YouTube-Kanal, den du auch gleich abonnieren kannst, denn wir haben immer wieder was Neues für dich
abonniere diesen Kanal und schau heute Abend 19.30 Uhr rein oder auch am Sonntag um 10 Uhr bei unserem Gottesdienst. Wir verabschieden uns von dir und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute dir. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.